Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie, die 8. Sitzung. Und wir werden uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, wie wir eigentlich unsere Umwelt beeinflussen können. Wir haben ja bisher in der Vorlesung gelernt, wie unser Nervensystem an sich so im kleinen Detail funktioniert, wie die ganzen einzelnen kleinen Bausteine so zusammenarbeiten und funktionieren. Und jetzt wollen wir in diesem Jahr uns mal so ein bisschen anschauen, wie funktioniert eigentlich so dieses Große und Ganze. Und der erste Schritt, den wir uns dabei anschauen wollen, ist unser motorisches System. Also das System, mit dem wir uns steuern, also mit dem quasi unser Gehirn diesen ganzen Rest von unserem Körper eigentlich bewegt. Dazu schauen wir uns heute mal an, wie funktionieren eigentlich Muskeln, was sind nochmal Sehnen. Wir machen so ein bisschen Grundkurs Physiologie für Mediziner. Also wer vorher schon Medizin studiert hat, hat das vielleicht schon mal alles gehört. Dann schauen wir uns an, wie denn eigentlich unsere Reflexe funktionieren. Also wenn Sie irgendwie draußen stolpern, dass Sie wissen, okay, was macht Ihr Körper eigentlich, um das Ganze aufzufangen. Und dann schauen wir uns natürlich noch an, wie steuert eigentlich unser Gehirn diesen ganzen komplexen Bewegungsapparat. Wenn wir uns das motorische System anschauen, dann müssen wir uns zwei Teile anschauen. Und zwar auf der einen Seite unser somatisches motorisches System, also das System, mit dem wir unseren Körper bewusst steuern. Wenn Sie also jetzt einen Entschluss fassen, Ihren Arm über den Stuhl Ihres Nebensitzers zu legen, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Sie steuern Ihren Körper irgendwie bewusst, dass er hier eine ganz bestimmte Handlung ausführt. Auf der anderen Seite haben wir unser autonomes Nervensystem, das haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen kennengelernt. Das ist das System, mit dem wir unsere inneren Organe ansteuern. Auch da haben wir ein Muskelsystem, da haben wir den Sympathikus und den Parasympathikus, die beeinflussen, wie zum Beispiel unser Herz, Lungen, Zwerchfell, Darmmuskulatur funktioniert. Das ist aber eine Muskulatur, die können Sie in der Regel nicht bewusst ansteuern oder nur mit sehr viel Training tatsächlich bewusst ansteuern. Was Sie hier auf dieser Abbildung auf jeden Fall schon mal sehen können, ist der Unterschied in der Verschaltung zwischen unserem motorischen System, zum somatischen motorischen System und unserem autonomen Nervensystem. Nämlich der große Unterschied ist, dass wir in unserem Skelettmuskel, in unserem somatischen Motorsystem eine direkte Verbindung zwischen unserem zentralen Nervensystem und dem peripheren Nervensystem haben. Da haben wir eine einzelne synaptische Verbindung auf Ebene des Rückenmarks. Sprich, da haben wir Nervenzellen, das werden wir im weiteren Verlauf der heutigen Sitzung kennenlernen, die entspringen, die haben ihren Nervenzellkörper in ihrem motorischen Kortex, die laufen dann runter bis zu ihrem Rückenmark, da haben wir dann eine einzelne Verschaltungsstation auf das nachfolgende Neuron, um dann ihre Muskeln ansteuern zu können. Im autonomen Nervensystem haben wir noch eine weitere Verschaltungsstelle dazu, die Ganglien, die haben wir letzte Woche schon kennengelernt, letztes Jahr in der letzten Sitzung, diese präganglionären oder also die Ganglienzellen eben hier, die entweder im Grenzstrang liegen oder direkt vor dem Zielorgan liegen. Außerdem hier schon mal in der Grafik, das sollten Sie sich merken, die Neurotransmitter in unserem motorischen System, ganz wichtig, Acetylcholin und Noradrenalin, NE abgekürzt, ne? Wir sind amerikanische Abbildung, wissen Sie, haben wir schon kennengelernt, Norepinephrin auf Englisch, Noradrenalin auf Deutsch. Unser motorisches System, das ist das System, mit dem wir afferente Informationen transportieren. Die Definition afferent haben wir auch schon kennengelernt. Afferent ist eben alles das, was wir wegschicken. Afferent ist eben das, was zu uns hinkommt. Und das merke ich gerade. Ich habe hier natürlich wunderbarerweise die Begriffe verwechselt. Auf dieser Folie habe ich genau nämlich efferent und afferent verwechselt. Hier ist da, wo afferent steht, sollte efferent stehen. Das können Sie sich jetzt, wenn Sie die Folien schon runtergeladen haben, bitte gleich einmal durchstreichen. Also hier im motorischen System, hier geht es um die efferente Information, die also einen Effekt auf unsere Umwelt hat. Die Eselsbrücke, machen Sie es besser als ich, merken Sie das richtig. Also die Information, die Sie aus Ihrem zentralen Nervensystem abgeben. Also Ursprung ist unser zentrales Nervensystem und dann leiten wir diese Information über unser Rückenmark an unsere Peripherie. Wir haben also das Ziel, irgendwie einen Effekt auf unsere Muskeln auszuüben.
In der letzten Sitzung haben wir schon kennengelernt, unser Rückenmark, wie das aufgebaut ist. Unser Rückenmark ist an sich schon mal aufgebaut, ganz ähnlich wie unser Gehirn. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Anteile, Bereiche, die wir strukturell unterscheiden können. Einmal unsere graue Substanz und unsere weiße Substanz. Genau wie im Gehirn haben wir auch in der grauen Substanz unsere Zellkörper und in der weißen Substanz die myelinisierten Axone. Der große Unterschied zum Gehirn ist jetzt, das haben wir kennengelernt, im Gehirn liegt die graue Substanz im Neokortex, im Mantel, um das Gehirn, quasi in der äußersten Schicht. Und hier im Rückenmark liegt die graue Substanz mit den Zellkörpern im Inneren des Rückenmarks. Also der große Unterschied zwischen der Organisation von Rückenmark und Gehirn. In diesem Rückenmark, in dieser grauen Substanz, können wir zwei unterschiedliche Bereiche unterscheiden. Einmal das Dorsalhirn und das Ventralhorn, nicht Hirn, Horn. Also das Dorsalhorn und das Ventralhorn. Dorsal, hinten am Rücken, da läuft die Information rein. Vorne am Bauch, ventral, da läuft die Information raus. Sprich, für unser motorisches System, das wir uns heute anschauen wollen, ist dieses Ventralhorn ganz besonders wichtig, also sprich der Bereich, der zum Bauch hin zeigt, da liegen nämlich die Nervenkerne von den Nervenfasern, die dann eben unsere Muskeln tatsächlich ansteuern. Wir haben letzte Woche schon kennengelernt das Prinzip der topischen Organisation, also dass ganz bestimmte Bereiche unseres Nervensystems nach ganz bestimmten Strukturprinzipien organisiert sind. Und genauso wie unser somatosensorisches, unser motorisches System im Gehirn, ist auch unser Rückenmark, unser Vorderhorn und auch das Hinterhorn somatotop organisiert. Sprich, das bedeutet, Zellkörper, die beieinander liegen oder nebeneinander liegende Körperbereiche, innervieren, liegen auch im Rückenmark nebeneinander. Sie sehen es hier so ein bisschen symbolhaft auf der Abbildung, wo Sie diesen Oberarm sehen, dass Sie quasi genau entsprechend der Organisation dieses Armes die einzelnen Zellkörper liegen haben. Also die Zellkörper, die beispielsweise die Schulter innervieren, die liegen eher medial, also eher in der Mitte, die Zellkörper, die dann unsere Hände, also die distalen Extremitäten innervieren, die liegen eher dann am äußeren Rand dieses Vorderhorns. Und diese Nervenzellen, die jetzt hier im Rückenmark entspringen, die haben das Ziel dann, unsere Muskeln anzusteuern. Und diese Muskeln, die können wir ganz grob in zwei Klassen einteilen. Einmal die quergestreifte Muskulatur und einmal die glatte Muskulatur. Der große Unterschied zwischen der quergestreiften und der glatten Muskulatur ist, die glatte Muskulatur hat keine Querstreifen. Ansonsten sind die eigentlich relativ ähnlich aufgebaut und wir werden die mal gleich noch im Detail anschauen. Was Sie sich merken sollten und diejenigen von Ihnen, die Fleisch essen, die wissen das, die quergestreifte Muskulatur, das ist so die Muskulatur in unserem Bewegungsapparat. Das ist also die Muskulatur, die wir bewusst ansteuern können. Da haben wir relativ lange Muskelfasern, da haben wir auch relativ lange große Muskeln, die eben unseren Körper bewegen können. Auf der anderen Seite haben wir eben die glatte Muskulatur. Das ist die Muskulatur, die wir an unseren inneren Organen finden. Also beispielsweise das Darmmuskelsystem. Das sind relativ kurze Muskelzellen, die sich nicht so stark verkürzen können, die auch nicht so eine große Kraft aufbringen können, also relativ kleine Fasern, die eben hauptsächlich durch unser parasympathisches und sympathisches Nervensystem angesteuert werden. Eine Mischform ist zum Beispiel unser Herzmuskel. Da haben wir so eine Mischform zwischen beiden Muskelzellen. Da haben wir also Muskelzellen, die Eigenschaften von quergestreifter und glatter Muskulatur haben. Aber was Sie sich merken sollten, ist, wir haben zwei unterschiedliche Klassen von Muskeln, einmal quergestreifte und einmal glatte Muskulatur. Quergestreifte, das sind die, die Sie bewusst ansteuern können. Ihre Skelettmuskulatur, glatte Muskulatur, sind Ihre inneren Organe. Ich hatte es gerade schon erwähnt, glatte Muskulatur, die wird vor allem dann relevant, wenn wir uns den Sympathikus und den Parasympathikus anschauen. Schauen wir nochmal ganz kurz zurück, das haben wir in der letzten Sitzung schon kennengelernt, was Sympathikus und Parasympathikus ist. Sympathikus, das ist die Ansteuerung unserer inneren Organe, wenn wir in einen Erregungszustand reinkommen, in eine sogenannte ergotrope Reaktionslage.
Stichwort hier Fight or Flight. Wir wollen uns hier also auf eine mögliche Aktion vorbereiten, also auf eine Belastung vorbereiten. Dazu muss eben quasi unsere inneren Organe, je nach Funktion, müssen dann entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Auf der anderen Seite eben unser Parasympathikus, quasi das synergetische Gegenstück zum Sympathikus, wenn wir eher in einer Rest and Digest, also in einer tropotrophen Reaktionslage sind, wenn wir uns also erholen wollen, die hier eben dann quasi eine entsprechende Gegenaktivität zum Sympathikus hat. Schauen wir uns jetzt aber mal an, wie wir eigentlich diese unterschiedlichen Nervensysteme genau ansteuern können. Fangen wir wieder mit dem somatischen Nervensystem an, also mit dem System, mit dem wir unseren Körper bewegen. Wie gesagt, wir haben efferente und afferente Bahnen. Efferente Bahnen, mit denen wir Informationen abgeben, afferente Bahnen, mit denen wir Informationen aufnehmen. Das heißt, die efferenten Bahnen, das sind die Bahnen, mit denen wir unseren Körper bewusst bewegen. Afferent, das sind die Bahnen, die uns Informationen darüber liefern, wo sich unser Körper eigentlich gerade im Raum befindet. Denn eine reine Muskelbewegung ausführen an sich bringt ja nicht viel, sondern ich muss ja auch wissen, okay, macht diese Muskelbewegung auch gerade irgendeinen Sinn? Also beispielsweise hat die Aktion, die ich gerade ausführen wollte, hat die das Ergebnis gebracht, das ich haben wollte? Hat sich meine Hand beispielsweise dahin bewegt, wo ich sie haben wollte? Ich muss also ständig Informationen darüber sammeln, wo mein Körper sich im Raum befindet. Also unter welcher Spannung, also welcher mechanischen Spannung sowohl meine Muskeln, meine Sehnen, meine Gelenke und meine Haut sich befinden. Diese ganze Information, die muss ich hier afferent an mein motorisches System zurücktragen. Ganz wichtig, was wir uns merken sollten, die Verschaltung der efferenten Bahnen in unserem motorischen System, unserem somatomotorischen System. Ich hatte es schon erwähnt, die wichtigsten Bahnen, die Pyramidenbahn, entspringt in unserem motorischen Kortex. Motorischer Kortex, den haben wir letzte Woche schon kurz kennengelernt, ne, der läuft vor der Zentralfurche. Ihre eigene Zentralfurche, die können Sie relativ einfach finden. Sie müssen dazu nur einfach auf die Mitte Ihres Kopfes draufdeuten und dann geht es von da, von der Mitte Ihres Kopfes zur Spitze von Ihrem Ohr. Da läuft die Zentralfurche entlang. Vor der Zentralfurche, da liegen unsere motorischen Kortizes, der primäre motorische Kortex, die eben dann unsere Muskeln tatsächlich ansteuern. Ganz wichtig, kontralateral organisiert, unsere linke Hirnhälfte steuert die rechte Seite unseres Körpers, die rechte Seite steuert die linke Seite unseres Körpers. Und hier haben wir dann eben Zellkörper im primären motorischen Kortex, der ist somatotop organisiert, also sprich, da haben wir Bereiche, die ganz bestimmte Bereiche unseres Körpers ansteuern. Die entspringen da und laufen dann die Pyramidenbahn runter bis in unser Rückenmark, um da eben einmal verschaltet zu werden, um dann mit dem nächsten Neuron unsere Muskelzellen direkt anzusteuern. Diese Muskelzellen, die wir da ansteuern, das sind eben die Muskelzellen der quergestreiften Muskulatur. Das sind, wie gesagt, relativ lange Muskelfasern, die auch einen relativ großen Durchmesser haben. Die können eben also wirklich richtig lang werden. Denken Sie beispielsweise an Ihre Oberschenkel oder Ihre Waden. Da haben wir, je nachdem, wie lang Ihre Beine sind, richtig lange Muskelfasern, die sich auch sehr stark kontrahieren, also sehr stark zusammenziehen können. Innerhalb dieser Muskeln finden wir eben diese Faserbündel, diese einzelnen Strukturen, die sich dann eben zusammenziehen können. Und wir finden außerdem sogenannte Muskelspindeln. Diese Muskelspindeln, das sind sensorische Organe, die uns Informationen darüber liefern, in welchem mechanischen Spannungszustand unsere Muskeln sich gerade befinden. Kommen wir aber gleich noch dazu. Diese quergestreiften Muskeln, die kontrahieren eben auf einen Reiz, also auf ein einlaufendes Aktionspotenzial, das hier über unser Rückenmark ausgeleitet wird. Ganz wichtig, für jede einzelne Muskelfaser, also jede einzelne Faser in Ihrem Muskel, wird nur durch ein einzelnes Neuron angesteuert. Es kann also nicht sein, dass eine Muskelfaser von zwei unterschiedlichen Neuronen angesteuert wird. Ganz wichtig, pro Muskelfaser nur ein Neuron, aber ein Neuron kann mehrere Muskelfasern ansteuern. Diese
Muskelfasern an sich, das sind die kleinsten funktionellen Einheiten in unserem Bewegungssystem. Das sind Zellen. Wir haben Zellen, haben wir ja schon kennengelernt, so wie so eine Zelle ganz grob aufgebaut ist. Wir haben also hier, wie bei anderen Zellen, die wir schon kennengelernt haben, unsere Zellkörper, den Nukleus, den sehen Sie hier so ein bisschen rosa eingefärbt, und Sie haben natürlich eine Zellmembran, das Sarkolemma. Das sind quasi Dinge, die haben wir schon kennengelernt, als wir uns angeschaut haben, wie ist so eine Zelle in unserem Körper an sich aufgebaut. Und ansonsten haben wir in so einer Muskelphase auch diese ganzen anderen Bereiche, die wir schon beispielsweise von unseren Nervenzellen kennengelernt haben. Wir haben also hier auch Mitochondrien, die eben beispielsweise ATP synthetisieren. Und wir haben hier in diesen Muskelfasern genau die gleichen Strukturproteine, die wir schon kennengelernt haben, nämlich diese Myofibrillen. Also, das haben wir schon kennengelernt bei den Nervenzellen. Erinnern Sie sich nochmal dran, da haben wir die Neurofibrillen, und diese ganzen anderen Strukturproteine, die dann für den Stofftransport innerhalb von den Zellen zuständig sind. Und genau die gleichen haben wir jetzt hier in den Muskelfasern wieder, mit der großen Unterscheidung, dass die hier dazu fähig sind, sich gegeneinander zu verschieben und somit den Muskel zu verkürzen. Diese quergestreifte Muskulatur, die ist deswegen quergestreift, weil wir hier einzelne Bänder haben, die durch Bindegewebe abgeteilt sind, diese sogenannten Z-Scheiben, diese Z-Bänder. Diese Bänder sind Ankerpunkte für diese Filamente, also für diese Proteinfäden. Können Sie sich vorstellen, die sind einfach festgemacht, und da haben wir jetzt zwei unterschiedliche Arten von Fasern, also diese Filamente. Da haben wir auf der einen Seite das Aktin und auf der anderen Seite das Myosin. Und dieses Aktin und das Myosin, das sind die Proteinfäden, die sich dann bei der Muskelkontraktion gegeneinander verschieben. Das Aktin, das wird nochmal in zwei unterschiedliche Bereiche eingeteilt, einmal das Tropomyosin und das Troponin. Das sind zwei Bereiche, die werden wir uns gleich noch ganz genau anschauen, was die eigentlich genau alles tun. Was Sie sich auf jeden Fall merken sollten, wenn wir uns so die einzelnen Bereiche dieser Muskelfaser anschauen, eben der Bereich zwischen zwei Z-Scheiben, den nennt man Sarkomer, und das ist quasi der Bereich, der sich dann verschiebt und verkürzt. Dieses Sarkomer an sich ist aber nicht funktional, sondern damit dieses Sarkomer irgendwas tun kann, brauchen wir eben diesen ganzen anderen Rest, der in so einer Muskelzelle auch noch rumliegt. Also wir brauchen eben ein Mitochondrium, wir brauchen einen Zellkern, also deswegen die funktionelle Einheit ist die Muskelfaser. Und wenn diese Muskelfaser sich verkürzt, dann verschieben sich, wie erwähnt, Aktin und Myosin gegeneinander, und hier spielt unser Calcium eine ganz, ganz wichtige Rolle. Calcium haben wir schon kennengelernt als ganz wichtiges Ion in unserem Körper, beispielsweise bei der Signalübertragung im Hippocampus. Und dieses Calcium ist eben auch unter anderem ganz relevant für die Muskelkontraktion. Und wie das Ganze funktioniert, ist so ein bisschen komplex und hat so einen Kreislauf, den wir jetzt mal im Detail durchgehen wollen. Wenn wir also unseren Muskel verkürzen wollen, dann müssen wir Aktin und Myosin gegeneinander verschieben. Der erste Schritt, den wir dazu durchführen, ist, dass unser Calcium an das Aktin bindet. Wir haben also an unserem Aktin Bindungsstellen, an die freies Calcium in der Zelle binden kann. Diese Bindung von dem Calcium führt dann dazu, dass sich dieses Aktin leicht seitlich verschiebt und damit in die Nähe dieser Köpfchen, dieser Myosin-Köpfchen an unserem Myosin kommt. Diese Myosinköpfchen, das sind quasi kleine Bindungsstellen an unserem Myosin, die können sich dann an das Aktin anlagern. Und wenn die sich an dieses Aktin angelagert haben, wenn die also eine Bindung eingehen mit dem Myosin, dann verändern die ihre Struktur.
Das haben wir schon kennengelernt, diese Idee, dass Proteine ihre Struktur verändern können. Das haben wir, das ist quasi das gleiche Prinzip, das wir schon kennengelernt haben bei beispielsweise unseren Ionenkanälen. Da hatten wir auch dieses Prinzip kennengelernt. Wir binden irgendwas an unsere dreidimensional geformten Proteine hin und dadurch verändern die ihre Struktur und gehen beispielsweise auf. Genau die gleiche Idee haben wir hier also auch. Wir haben eine Bindung zwischen zwei Stoffen, nämlich zwischen Actin und Myosin, und dadurch verändern diese Myosinköpfchen ihre Struktur und ziehen so ein bisschen sich entlang dieses Actins. Dabei wird ADP freigesetzt und jetzt kommt der Schritt, wo unser Phosphat ganz relevant ist, um eben jetzt quasi diese Bindung, die wir einmal eingegangen sind, wieder auflösen zu können. Da brauchen wir jetzt eben unser ATP. Das heißt, wir brauchen hier quasi eine Veränderung von Adenosintriphosphat zu Adenosindiphosphat, also unter Steuerung von diesem Phosphat kommt es eben hier zu dieser Bindung und zu diesem Loslösen von diesem Myosin und von dieser Bindung zwischen Myosin und Actin. Ganz wichtig aber eben quasi diese kleine Strukturveränderung an dem Myosin, die hier quasi nach der Bindung an das Actin stattfindet, also diese ganz leichte Strukturveränderung, die ist das, was unsere Muskeln dann verkürzt. Können Sie sich vorstellen, einem einzelnen Filament ist es kein sonderlich großer Effekt, aber wenn wir das quasi summieren über all unsere Muskelfasern, dann haben wir eben diese ganze Kraft, die uns hier eben unsere Bewegungen ermöglicht. Ganz wichtig für diesen ganzen Prozess ist eben ATP ganz relevant. Wir verbrauchen also ATP, der gleiche Prozess, den wir auch schon bei Nervenzellen kennengelernt haben, also ein energieaufwendiger Prozess. Dafür brauchen wir eben ATP und wir brauchen auch unter anderem Magnesium. Magnesium ist eben ganz relevant, um ATP zu stabilisieren, dass wir das einmal produzieren können und dann im Vorrat halten können und ist auch ganz relevant für diese Steuerung der Aktivität von Calcium. Also einmal das Calcium freisetzen und die Calciumwiederaufnahme. Dafür ist eben Magnesium ganz relevant. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie zu wenig getrunken haben oder zu wenig gegessen haben und deswegen einen Mangel an Magnesium haben, dann haben Sie eben Schwierigkeiten bei der Muskelkontraktion. Dann bekommen Sie Krämpfe oder können eben Schwierigkeiten haben, quasi ihre Muskeln zu kontrahieren. Also deswegen ganz wichtig, Calcium und Magnesium ist eben ganz relevant für diese Steuerung der Muskelkontraktion. Kleiner Funfact nebenbei, diese Muskelkontraktion, die können Sie auch hören. Jetzt ist es gerade relativ leise hier im Saal, jetzt können wir das mal ausprobieren, wenn Sie quasi Ihre Daumen in Ihre Ohren stecken, machen Sie auf einer Seite und dann ganz fest Ihre Hand zur Faust machen, dann hören Sie so ein leichtes und dumpfes Rumpeln. Dieses dumpfe Rumpeln, das ist die Kontraktion der Muskeln in Ihrem Unterarm. Vielleicht ist es jetzt hier zu laut. Also einfach so reinstecken und einmal ganz kräftig eine Faust machen. Können Sie zu Hause auch nochmal ausprobieren. Dann können Sie eben hören, wie sich Ihre Muskeln tatsächlich zusammenziehen. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie wir eigentlich genau unsere Muskeln ansteuern können. Für die Innervation der Muskel ist das sogenannte Alpha-Motor-Neuron ganz relevant. Das können Sie sich merken, das ist quasi das Neuron, mit dem wir unsere Muskeln ansteuern. Die haben eben ihre Zellkörper im Vorderhorn unseres Rückenmarks. Das haben wir schon kennengelernt, Vorderhorn des Rückenmarks, somatotop organisiert. Da finden wir die Zellkörper der Alpha-Motorneurone. Und aus diesem Vorderhorn des Rückenmarks ziehen dann die Axone bis hin zu den eigentlichen Muskeln und bilden dann die sogenannte motorische Einheit. Die motorische Einheit, das ist die Einheit aus Motorneuron und Muskelfaser. Da haben wir also einen synaptischen Kontakt. Wir haben es schon kennengelernt. Acetylcholin ist hier der Neurotransmitter. Wir haben hier einen sogenannten nikotinergen Acetylcholinrezeptor. Warum heißt er nikotinerg? Weil man den damit identifiziert hat, dass man den irgendwie mit Nikotin ansteuern kann. Okay, wunderbar, nennen wir ihn nikotinerg. Dieser
nikotinerge Acetylcholin-Rezeptor. Wenn unser Acetylcholin also hier dran bindet, dann führt der zu einem erregenden postsynaptischen Potenzial an unseren Muskelzellen. Dabei wird dann unser Calcium freigesetzt. Ne? Und haben wir Calcium, haben wir schon kennengelernt. Okay, wunderbar, wir setzen Calcium frei und dadurch können sich eben jetzt hier Aktin und Myosin aneinander binden und hier diese Kontraktion durchführen. Kleinen Hinweis, der Herr Chandri ist an dem Punkt so ein bisschen unpräzise. Der spricht nämlich davon, dass es hier ein Aktionspotenzial im Muskel gibt. Das ist aber ein postsynaptisches Potenzial. Also wir haben Muskelzellen, keine Nervenzellen. Und diese Muskelzellen an sich, die können kein Aktionspotenzial weiterleiten. Frage. Die Frage geht danach, was macht denn jetzt eigentlich das Nikotin an diesen nikotinergen Rezeptoren? Und jetzt ist die gute Frage, ob das Nikotin den Rezeptor blockiert, damit würde es nämlich dann genau diese Muskelkontraktion verhindern oder aktiviert. Und ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, was das Nikotin wirklich an den Rezeptoren macht. Ich werde es aber mal nachschauen, entweder ich schreibe es ins Forum oder ich sage es Ihnen nächste Woche nochmal. Aber guter Punkt, ne, was macht eigentlich das Nikotin an den nikotinergen Rezeptoren? Ich hatte schon gesagt, diese Bindung, diese Verbindung zwischen Nervenfasern und Nervenzelle läuft immer so ab, dass jede Muskelfaser nur von einem Neuron angesteuert wird. Und diese Verbindung kann man in der sogenannten Innervationszahl ausdrücken. Die Innervationszahl beschreibt, wie viele Muskelfasern von einem Motorneuron angesteuert werden. Das heißt, ne, ich hatte es schon gesagt, jede Muskelfaser hat nur eine einzelne motorische Endplatte, also quasi nur eine einzelne Bindungsstelle für das einlaufende Alpha-Motorneuron. Aber jedes Alpha-Motorneuron kann sich in mehrere Kollateralen aufspalten. Ne? Kollateralen hatten wir schon kennengelernt. Wir spalten unser Axon in so mehrere Füßchen auf. Wir können also mit jedem Motorneuron mehrere Muskelfasern ansteuern. Und diese Ansteuerung, die ist sehr, sehr unterschiedlich, hängt ein bisschen davon ab, was unsere Muskeln eigentlich gerade machen sollen. Also wir haben Muskeln, die sind sehr, sehr grob und die brauchen wir nicht sonderlich gut ansteuern. Also hier das eine Beispiel ist eben ein Muskel in unserer Wade, der eben da haben wir quasi über 1 Million Muskelfasern, die von etwa 500 Motorneuronen angesteuert werden. Ne, das ist so ein Muskel in Ihrer Wade. Ich weiß nicht, wie genau Sie Ihre Wade steuern können, aber die muss eigentlich nicht sonderlich nicht viel machen, außer Ihren Fuß hin und her kippen. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr, sehr feine Steuerung, beispielsweise der Muskulatur in unserem Auge. Wenn wir also unseren Augapfel fein steuern wollen, da haben wir beispielsweise auf 22.000 Muskelfasern haben wir da 4.000 Motorneuronen. Ne? Also quasi, das ist quasi eine sehr, sehr enge Ansteuerung, eine sehr, sehr detaillierte Ansteuerung von sehr, sehr wenigen Muskelfasern. Ne? Und diese Innervationszahl, die gibt also dieses Verhältnis von Motorneuronen zu Muskelfasern an. Und je kleiner diese Innervationszahl, desto direkter und detaillierter können wir unsere Muskeln ansteuern. Das sind hier jetzt natürlich nur Beispielzahlen und je nachdem, wie gut Sie Ihr motorisches System trainiert haben, können sich diese Zahlen auch ändern. Also diejenigen von Ihnen, die eben ihre Waden besonders gut steuern können, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kann, die haben dann vielleicht eine Innervationszahl in den Waden, die ein bisschen nach unten geht. Je genauer Sie also Ihre Muskeln ansteuern können, desto mehr Nervenfasern haben Sie dafür. Auf der anderen Seite haben wir neben unserem somatischen Nervensystem unser autonomes Nervensystem, also das Nervensystem, mit dem wir unsere inneren Organe, das Innere unseres Körpers ansteuern. Auch da haben wir natürlich wieder efferente und afferente Verbindungen. Efferente Verbindungen, wir hatten es schon gehabt, Sympathikus und Parasympathikus, unwillkürliche Veränderungen der Aktivität unserer inneren Organe. Also das ist etwas, was Sie nicht wirklich bewusst steuern können. Aber trotzdem haben wir natürlich eine Muskulatur und diese Muskulatur wird angesteuert unter anderem eben hier aus Nervenzellen, die aus unserem Hypothalamus entspringen. Ich
haben also ihren Ursprung nicht in unserem motorischen Kortex, unserem primären motorischen Kortex, sondern aus subkortikalen Hirngebieten, eben unter anderem dem Hypothalamus. Haben wir ja schon kennengelernt, diese ganze Ansteuerung, zentrales autonomes Netzwerk, ne, haben wir schon kennengelernt, wie unser Hypothalamus dann eben Sympathikus, Parasympathikus ansteuert. Genauso, das haben wir auch schon kennengelernt bei dieser Abbildung, erinnern Sie nochmal dran, zum zentralen autonomen Netzwerk, dass eben auch wir hier Informationen, afferente Informationen aus unserem Körper aufnehmen, die uns eben Informationen über den Zustand unserer inneren Organe liefern. Also zum Beispiel über den Füllstand unseres Magens oder Darm oder Blase. Genauso den Sauerstoffkonzentration. All das sind Informationen, die uns eben Informationen darüber liefern, in welchem Zustand sich so das Innere unseres Körpers befindet, die dann eben wiederum zurückgeleitet werden können in unserem autonomen Nervensystem und eben das innere Milieu unseres Körpers eben steuern. Dazu eben nochmal, schauen Sie sich nochmal an, die Idee von diesem zentralen autonomen Netzwerk. Die Muskulatur in diesem autonomen Nervensystem ist eben die glatte Muskulatur und ganz grob macht die auch nichts anderes als die quergestreifte Muskulatur. Also auch da haben wir Aktin und Myosin, die sich gegeneinander verschieben. Der große Unterschied ist, dass wir hier an dieser glatten Muskulatur relativ kurze Muskelfasern haben, die nicht sonderlich weit sich kontrahieren. Also sie haben nur sehr kurze Kontraktionswege. Wir haben hier auch nicht diese Muskelspindeln. Diese Muskelfasern sind spindelförmig angeordnet, aber wir haben nicht dieses Organ der Muskelspindel. Also wir bekommen also aus dieser glatten Muskulatur eben nicht diese Information über den mechanischen Spannungszustand. Auch diese glatte Muskulatur kontrahiert auf Reize, aber eben nur mit einer relativ geringen und aber anhaltenden Kontraktion, und beieinander liegende Muskelfasern kommunizieren hier über Gap Junctions. Gap Junctions haben wir auch schon kennengelernt, das waren diese elektrischen Synapsen, also direkte Bindungsstellen zwischen unseren Muskelzellen, über die hier Ionen wandern können. Und der weitere ganz große Unterschied zu unserer quergestreiften Muskulatur ist die Art der Bindungsstellen zwischen Nervenfaser und Muskelzelle. Wir haben hier also nicht diese synaptische Verbindung wie bei der Skelettmuskulatur, sondern die Neurotransmitter werden hier aus den Nervenzellen relativ diffus ausgeschüttet. Da haben wir also an den Nervenzellen, an den Axonen, sogenannte Varikositäten, das sind so kugelförmige Verdickungen am Axon, aus denen dann relativ diffus diese Neurotransmitter freigesetzt werden, um dann gleichzeitig eben mehrere von diesen Muskelzellen anzusteuern. Das heißt, wir können in unserem autonomen Nervensystem an der glatten Muskulatur gleichzeitig relativ viele Muskeln auf die gleiche Art und Weise ansteuern, was dann eben so eine rhythmische Aktivität eben hervorrufen kann, was sich eben dann beispielsweise für die Darmbewegung ganz relevant ist. Diese Kontraktion der glatten Muskulatur funktioniert also im Grunde ganz ähnlich wie die Kontraktion der quergestreiften Muskulatur, mit dem großen Unterschied, dass wir eben hier diese Z-Bänder nicht haben. Statt diesen Z-Bändern haben wir sogenannte Dense Bodies. Diese Dense Bodies sind quasi auch genauso Bindegewebsanteile, an denen unser Aktin und unser Myosin anknüpft. Und dann verschiebt sich Aktin und Myosin gegeneinander. Dadurch, dass wir eben nicht diese regelmäßige Struktur dieser parallel liegenden Muskelfasern und dieser quer liegenden Bänder haben, ist diese Kontraktion also nicht in eine Richtung wie bei der quergestreiften Muskulatur, sondern so eher so mehr oder weniger kugelförmig. Sie sehen es hier auf der Abbildung, wie sich eben dieser Muskel dann zusammenzieht. Das heißt, wir haben hier also eine geringere Kontraktionsstärke und auch eine geringere Kontraktionsstrecke. Ne? Also diese quergestreifte Muskulatur kontrahiert also nicht ganz so weit. Gibt es dazu bis dahin erstmal irgendwelche Fragen, so diesen großen Unterschied zwischen quergestreifter und glatter Muskulatur, wie wir die ansteuern und wie die an sich funktionieren? Alright, scheint nicht der Fall. Doch,
doch eine Frage. Nein, gute Frage. Also die Frage bezieht sich auf Folie 17, ob die unwillkürliche Bewegung hier ein Reflex ist. Nein, das ist kein Reflex, sondern das ist quasi die unwillkürliche Bewegung Ihres Darms und Ihres Magens, die Sie nicht ansteuern können. Reflexe, kommen wir gleich dazu. Auch das sind unwillkürliche Bewegungen, aber unserer Skelettmuskulatur. Das war eine hervorragende Überleitung. Vielen Dank dafür, denn jetzt schauen wir uns mal an, wie wir denn eigentlich unsere Muskeln ansteuern können. Das heißt, ne, wir haben unterschiedliche Faserverbindungen in unserem Muskelsystem, unserem motorischen System. Auf der einen Seite eben unsere efferenten Faserverbindungen, mit denen wir Informationen aus unserem Zentralnervensystem nach außen schicken. Das sind zwei Stück, nämlich einmal unsere Alpha- und unsere Gamma-Motoneurone. Alpha-Motoneurone, das sind die Nervenzellen, mit denen wir unsere Muskeln ansteuern. Das ist ganz einfach, ne? Muskeln werden durch Alpha-Motoneurone angesteuert. Das sind sogenannte extrafusale Muskelfasern. Extrafusal deswegen, weil quasi die Ansteuerung außerhalb der, also die Ansteuerung der Muskelfasern liegt außerhalb der Muskelfaser. Auf der anderen Seite haben wir unsere Gamma-Motoneurone, das sind sogenannte intrafusale Muskelfasern. Das sind eben die schon erwähnten Muskelspindeln. Die liegen also innerhalb unseres Muskels. Das heißt quasi, okay, wir haben die Ansteuerung nicht so aufs Äußere von dem Muskel, sondern hier läuft dieses Gamma-Motoneuron läuft quasi in das Innere des Muskels hinein und steuert hier die Kontraktion von dieser Muskelspindel. Informationen über die mechanische Dehnung, also die mechanische Spannung unserer Muskeln, bekommen wir aus drei unterschiedlichen Fasern. Einmal die 1a-Rezeptoren. Das sind, also ne, wenn ich jetzt von Rezeptoren spreche, das sind quasi freie Nervenendigungen mit mechanosensiblen Ionenkanälen. Das haben wir schon kennengelernt. Erinnern Sie sich nochmal ganz zurück, ganz am Anfang haben wir diese unterschiedlichen Arten von Ionenkanälen kennengelernt. Da hatten wir die mechanosensiblen Ionenkanäle kennengelernt. Das sind also Ionenkanäle, die gehen auf eine mechanische Belastung des Axons hin auf oder zu. Und genau solche liegen am Ende dieser afferenten Fasern. Das haben wir eben also bei den 1a-Dehnungsrezeptoren, haben wir also quasi freie Nervenendigung, also freie Endigung von diesen Axonen, die in den Spindeln liegen. Ne? Muskelspindeln, diese Dinger im Inneren unseres Muskels, die dann eben leiten, in welcher Geschwindigkeit sich unsere Muskeln bewegen. Auf der anderen Seite haben wir die 1b-Muskelfasern, die liegen in den Sehnen, also quasi an den Bindungsstellen zwischen Muskel und Knochen. Ne? Unsere Muskeln müssen ja irgendwo an unser Skelett hingebunden sein. Das sind unsere Sehnen. Und innerhalb dieser Sehnen finden wir das sogenannte Golgi-Sehnenorgan. Herrn Golgi haben wir auch schon ein bisschen kennengelernt, ne? Der war ganz wichtig. Den Golgi-Apparat haben wir kennengelernt. Golgi-Sehnenorgan, gleicher Herr, anderes Organ. Die geben uns Informationen darüber, in welcher, quasi wie stark zieht jetzt also unser Muskel an dieser Sehne. Und dann haben wir noch die zwei also known as A-Beta-Fasern. A-Beta werden wir uns dann nächste Woche kennenlernen, wenn wir uns mit unserem somatosensorischen System beschäftigen. Das sind eben Dehnungsrezeptoren, die quasi uns Informationen darüber geben, in welchem Dehnungszustand befindet sich so unser Körper, ne? Also Haut und auch die Muskulatur. Und wir haben jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir diese Muskeln ansteuern können. Entweder können wir top-down einen Befehl aus unserem Neokortex generieren und über unsere Pyramidenbahn an unser Rückenmark abschicken, der dann über unsere Alpha-Motoneuron unsere Muskelfasern ansteuert. Wir können allerdings auch, eben da kommen wir zurück zu dem Punkt Reflex, direkt auf aufsteigende Bottom-up-Informationen reagieren. Das heißt, wir bekommen irgendwelche Rückmeldungen aus den afferenten Rezeptoren, afferenten Sensoren aus unserem Körper und können direkt automatisch auf diesen Bottom-up-Input reagieren. Und es gibt noch einen lateralen Einfluss aus Interneuronen, indem sich dann benachbarte Motoneurone gegenseitig beeinflussen. Fangen wir mal an mit der Ansteuerung oder mit der Empfindung aus den Sehnen. Diese Sehnen, hatte ich schon erwähnt, das sind eben die Verbindungen zwischen unserer
Skelett und der Muskulatur. Also wenn wir über Skelettmuskulatur sprechen, müssen wir irgendwie Skelett und Muskulatur zusammenbringen. Das sind also die Verbindungen zwischen Knochen und Muskeln. Und diese Sehnen, die sind nicht nur einfach nur, nicht nur passive Verbindungsstellen, sondern die geben uns tatsächlich auch eine Information über die mechanische Spannung, wie stark ich also jetzt gerade an meinem Muskel ziehe. Die geben mir also Informationen über das sogenannte Golgi-Sehnenorgan. Sprich, ich habe zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Informationen aus meinen Muskeln zu bekommen. Eben mit der 1A-Faser über die Dehnung des Muskels. Ich habe also innerhalb meines Muskels diese Muskelspindeln und innerhalb dieser Muskelspindel wickelt sich ein Neuron eben um diese einzelnen Fasern und gibt mir Informationen darüber, wie stark ist jetzt eben die Dehnung an diesen einzelnen Fasern. Also diese Muskelspindel ist also nicht dazu da, den Muskel zu kontrahieren, die ist also nicht Teil dieses Kontraktionsapparates, sondern die ist im Grunde nur dazu da, Informationen darüber zu liefern, in welchem Zustand sich der Muskel gerade befindet. Diese Muskelspindel, die kann sich genauso verkürzen wie der ganze Rest des Muskels, aber die ist nicht Teil dieses Kontraktionsapparates. Auf der anderen Seite, ich hatte es schon erwähnt, eben die 1B-Fasern, die sich quasi dann so ein bisschen in die Sehnen hineinweben und dann eben mir Informationen liefern, wie stark ziehe ich jetzt gerade an meiner Sehne. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir also diese ganzen unterschiedlichen Fasern in unserem Bewegungssystem zusammenbringen. Also das Zusammenspiel zwischen Sensorik und Motorik. Stellen wir uns vor, wir wollen ein Objekt hochheben. Also nehmen wir an, ich habe hier meine Thermoskanne und ich möchte meine Thermoskanne hochheben. Das heißt, ich möchte irgendeinen Muskel in meinem Körper verkürzen. Also beispielsweise, ich möchte meinen Bizeps verkürzen. Bevor ich diese Aktion ausführe, bin ich eben hier im Schaubild A im Ruhezustand. Da habe ich eben eine 1A-Faser, wir haben es schon kennengelernt, 1A-Faser, eben diese Faser, die mir Informationen über den mechanischen Spannungszustand aus meiner Muskelspindel liefert. Die ist also immer aktiv. Ne? Solange der Muskel unter irgendeiner Form der mechanischen Spannung ist, also es sei denn, sie schwimmen jetzt gerade in der Ostsee und sind so ein bisschen im Schwebezustand, sind ihre Muskeln immer so ein bisschen unter Spannung. Das heißt, diese Muskelspindel liefert konstant immer eine Information darüber, wie stark ihr Muskel jetzt gerade eben mechanisch angespannt ist. Und jetzt fassen Sie den Entschluss, okay, ich möchte meine Thermoskanne hochheben. Das heißt, Sie leiten diese Intention der Muskelbewegung über Ihr Alpha-Motorneuron an den Muskel in Ihrem Bizeps. Das heißt, ne, Information kommt hier an, Aktionspotenzial läuft ein, Acetylcholin als unser Neurotransmitter bewirkt, dass Calcium freigesetzt wird, Calcium bindet an unser Myosin, damit kann unser Myosin hier binden, sich verkürzen, unser Muskel verkürzt sich. Diesen ganzen Kreislauf, den wir schon kennengelernt haben, führt dann dazu, dass der Muskel kontrahiert, mein Bizeps geht zusammen und ich kann meine Thermoskanne hochheben. Das führt aber dazu, dass unsere Muskelspindel jetzt auf einmal erschlafft. Ne? Unser Muskel hat sich kontrahiert, unsere Muskelspindel im Inneren des Muskels hat jetzt nichts mehr zu tun, die erschlafft also, die hört also auf, hier Aktionspotenziale zu senden. Die schickt also keine Informationen mehr. Und um diesem Zustand entgegenzutreten, wird jetzt unser Gamma-Motorneuron aktiviert und dieses Gamma-Motorneuron führt dann dazu, dass sich unsere Muskelspindel kontrahiert, wieder unter Spannung kommt und jetzt wieder weiß, okay, wunderbar, jetzt haben wir den verkürzten Muskel, jetzt weiß ich wieder, wie unser verkürzter Muskel aktiv ist und jetzt kann ich wieder hier neue Aktionspotenziale leiten. Also, ganz kurz nochmal zusammengefasst, im Ruhezustand leitet unsere 1A-Faser aus den Muskelspindeln Informationen über den mechanischen Spannungszustand des Muskels. Ein Aktionspotenzial aus dem Alpha-Motorneuron verkürzt unseren Muskel. Dadurch verliert die Muskelspindel an Spannung, sendet keine Informationen mehr.
Und um die wieder online zu schalten, muss ich die verkürzen. Und dieses Signal, die Muskelspindel zu verkürzen, kommt aus unserem Gamma-Motorneuron. Dann ist eben unser Muskelspindel verkürzt und kann jetzt wieder Informationen darüber senden, in welchem Zustand unser Muskel ist. Jetzt wissen wir, was unsere Muskelspindel tut. Jetzt müssen wir noch herausfinden, was macht eigentlich unser Golgi-Sehnenorgan. Unser Golgi-Sehnenorgan hat eine ganz verwandte Information, eine ganz verwandte Aufgabe, die aber so ein bisschen komplementär dazu ist. Und zwar stellen wir uns vor, wir entspannen uns wieder, wir sind wieder in unserer Ruhe, das heißt, unsere Muskeln sind relativ entspannt und unsere Muskelspindel und unsere 1A-Faser leiten eben Informationen darüber, in welchem mechanischen Spannungszustand unsere Muskelfasern jetzt gerade sind. Und wenn ich jetzt meinen Muskel anspanne und verkürze, aber sich dadurch irgendwie nichts mechanisch bewegt. Also stellen wir uns vor, ich möchte jetzt dieses Pult nach oben heben. Ich möchte diesen Pult anheben. Das ist zu schwer, den kann ich nicht heben. Also obwohl ich hier meine Muskeln anstrenge, verkürzt sich mein Muskel hier nicht. Aber durch die Kontraktion des Muskels erhöht sich jetzt eben die Spannung auf unsere Sehnen. Und diese erhöhte mechanische Spannung auf unsere Sehnen, die wird jetzt über unsere 1B-Faser signalisiert. Also sobald ich jetzt hier ein Objekt beispielsweise versuche hochzuheben, das ich nicht hochheben kann, werden meine Sehnen gedehnt und diese Dehnung der Sehnen wird eben als Signal über die 1B-Fasern an unser Motorneuron weitergeleitet und ich kann entsprechend auf diese Belastung eben jetzt hier die Kontraktion meines Muskels modulieren, dass ich hier eben meine Muskeln nicht überbeanspruche oder eben wenn ich beispielsweise sage, okay, ich muss meine Muskeln eben stärker anspannen, um hier dieses Pult hochheben zu können. Also, ganz kurz nochmal zusammengefasst, eben hier auf eine Anspannung hin verkürzt sich unser Muskel und diese Verkürzung des Muskels führt zu einer stärkeren mechanischen Dehnung an den Sehnen und diese Dehnung der Sehnen, die wird über die 1B-Faser transportiert, um dann eben die Aktivität des Muskels zu modulieren. Auch dazu wieder, gibt es irgendwelche Fragen? Ansonsten nehme ich die Sekunde und trink mal was. Ja, bitte. Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Ja. Genau. Okay, jetzt habe ich es genau verstanden. Jetzt habe ich, glaube ich, Ihre Frage verstanden. Also die Frage geht danach, was genau, ich hoffe, dass ich sie richtig verstanden habe, richtig zusammenfasse. Die Frage geht danach, was für Informationen sendet hier unsere 1A-Phase, je nachdem, in welchem Zustand, in welchem Spannungszustand die ist. Genau, also das ist vielleicht auf der Abbildung so ein bisschen sehr verkürzt dargestellt. Also diese Muskelspindel, gibt uns quasi Informationen darüber, wie stark der Muskel verkürzt ist. Also die sendet quasi, wenn der Muskel jetzt lang ist und die Muskelspindel gedehnt ist, oder wenn der Muskel kontrahiert ist und die Muskelspindel kontrahiert ist, sendet die eine unterschiedliche Feuerrate von Aktionspotenzialen. Also es ist immer Aktionspotenziale, aber quasi das Rate Coding, also je nachdem wie viele Aktionspotenziale hier ausgesendet werden, gibt mir eine Information darüber, wie kurz ist der Muskel jetzt gerade. Jetzt haben wir gelernt, wie wir unseren Körper ansteuern können, wie wir also unsere Muskeln verkürzen können. Jetzt kommen wir eben zu der Frage, die vorhin schon mal aufkam, nämlich nach den Reflexen. Reflexe, das kennen Sie alle aus Ihrem Alltag, das sind eben unwillkürliche Bewegungen auf Reize, die von außen kommen. Wir hatten es also schon kennengelernt, quasi der erste Punkt, wie wir unseren Körper ansteuern können, Top-Down-Einflüsse,
eben, ich habe eine bewusste Intention, die ich ausführen möchte. Zweite Möglichkeit, eben Bottom-up-Information. Ich möchte oder ich muss automatisch, unwillkürlich auf einen einlaufenden Reiz reagieren. Das sind die Reflexe. Bei den Reflexen unterscheidet man ganz grob zwischen Eigenreflexen und Fremdreflexen. Eigenreflexe, das sind Reflexe, die innerhalb eines einzelnen Muskels ablaufen. Sprich, da habe ich mein Empfangsorgan und mein Ausführungsorgan im gleichen Muskel. Also beispielsweise mein Golgi-Sehnenorgan oder meine Muskelspindel und dann eben quasi den ausführenden Muskel, das ist quasi in dem Fall das Gleiche. Ne? Ich habe also dann in dem Fall ein Eigenreflex, ist per Definition monosynaptisch, ich habe also eine einzelne Verschaltung zwischen meinem sensorischen und motorischen Neuron. Ne? Also quasi ich nehme direkt Informationen aus meinem Muskel, verschalte die einmal im Rückenmark auf ein motorisches Neuron und kann dahin eben unseren Muskel dann eben verkürzen. Das sind sehr, sehr, sehr schnelle Reaktionen. Wir haben es schon kennengelernt, wie lange so die Reaktionslatenz von so einer chemischen Synapse ist. Erinnern Sie sich nochmal dran, so eine Reaktionslatenz von so einer chemischen Synapse ist im Millisekundenbereich, so 3 bis 5 Millisekunden. Das sind in dem Fall myelinisierte Neurone, also Neurone, die sehr schnell Informationen leiten. Und wir haben also einen sehr, sehr kurzen Reflexbogen, einen sehr, sehr kurzen Informationsbogen, Informationen, die wir aufnehmen, direkt mit einer Synapse auf ein Ausführungsorgan verschalten. Das sind also Reflexe, die sehr schnell und vollkommen unbewusst arbeiten. Das ist eine Verschaltung rein auf Ebene des Rückenmarks. Auf der anderen Seite haben wir unsere Fremdreflexe. Fremdreflexe sind polysynaptisch, die haben also mehrere Synapsen. Monosynaptisch, wir haben eine Synapse, eine einzelne Verschaltung. Polysynaptisch, wir haben mehrere Synapsen, wir haben also mehrere Verschaltungen. Das heißt, wir haben hier bei den Fremdreflexen eine indirekte Verschaltung über ein Interneuron. Das heißt, wir haben hier mehrere Verschaltungsstationen und bei Fremdreflexen liegen dann eben Reiz und Reaktion in unterschiedlichen Organen. Beispielsweise bei einem schmerzhaften Reiz. Wir haben also, wie Sie treten auf einen Nagel. Das heißt, Sie haben Ihr Empfindungsorgan irgendwo in Ihrem Fuß und reagieren damit aber mit einer Bewegung Ihres ganzen Körpers. Also hier kann eben dann aufnehmendes und ausführendes Organ sind hier unterschiedlich. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, wie denn diese unterschiedlichen Reflexe funktionieren. Der einfachste Fall, eben der monosynaptische Reflex. Da haben wir einen Reiz, der einen Muskel dehnt. Das ist immer die Frage, okay, was ist das, was könnte das sein? Ein Reiz, der einen Muskel dehnt, kennen Sie bestimmt alle. Das ist das, wenn Sie stolpern. Also wenn Sie beispielsweise eine Treppe hochgehen und Sie heben Ihr Bein nicht ausreichend, dann bleiben Sie mit der Fußspitze an der Treppenstufe hängen. Und dieses Hängenbleiben an der Treppenstufe führt dazu, dass Ihr Muskel gedehnt wird. Also Sie haben quasi eine Bewegung nach oben, Sie bleiben irgendwie hängen, das heißt, Ihr Körper bewegt sich weiter nach oben, Ihr Fuß bleibt unten, das dehnt jetzt unseren Muskel. Und dieses afferente Signal über diese Dehnung des Muskels wird jetzt über beispielsweise unsere 1A-Faser, denken wir da dran, 1A-Faser, Muskelspindel, Dehnung des Muskels, also hier über diese 1A-Faser in unser Rückenmark geschickt und wir können dann eben hier direkt, also dorsal läuft es jetzt ins Rückenmark hinein, hinten am Rücken, Dorsalhorn, da läuft die afferente Information in unser Rückenmark rein und wird dann direkt im Rückenmark auf unser Alpha-Motoneuron verschaltet und kann hier eben jetzt quasi sofort die Gegenbewegung ausführen. Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Fuß hängen bleiben, Gegenbewegung ist, Ihren Fuß nach vorne strecken. Also quasi genau die dehnen am Muskel und dann ist quasi die Gegenbewegung, dass sie ihren Muskel kontrahieren. Eben das Ganze funktioniert an sich eben über eine einzelne Verschaltung in Ihrem Rückenmark. Zusätzlich, und da kommen wir gleich noch dazu, kann es auch eine zusätzliche Verschaltung über ein inhibierendes Interneuron auf den Gegenmuskel geben. Denn Sie haben quasi für jeden einzelnen Muskel haben Sie einen Gegenmuskel, also beispielsweise Bizeps und Trizeps sind Gegenmuskeln, die quasi gegenteilige Bewegungen ausführen. Und
Wenn Sie den einen kontrahieren, müssen Sie den anderen entspannen, um Verletzungen vorzubeugen. Und hier diese zusätzliche Verschaltung über dieses inhibitorische Interneuron kann dann eben die Anspannung des Gegenspielers, des Antagonisten verhindern. Aber an sich, dieser monosynaptische Reflex kann quasi innerhalb eines Muskels ausgeführt werden. Auf der anderen Seite eben ein polysynaptischer Reflex. Ich hatte schon erwähnt, Sie haben beispielsweise einen schmerzhaften Reiz, also Sie treten auf einen Nagel, dann wird diese Information, diese schmerzleitende Information über beispielsweise Ihre A-Delta-Fasern, Fasern aus Ihrem somatosensorischen System, die schmerzleiten, an Ihr Rückenmark geleitet. Das heißt, wir haben jetzt irgendeine andere Information, beispielsweise aus Ihrer Haut. Und diese Information aus Ihren A-Delta-Fasern, aus der Haut, wird jetzt hier als afferentes Signal wieder in Ihr Hinterhorn des Rückenmarks geleitet und jetzt hier nicht nur auf ein einzelnes Neuron verschaltet, sondern polysynaptisch, also über mehrere Verschaltungen, auf relativ viele Muskeln verschaltet. Wir aktivieren also gleichzeitig eine ganze Reihe von anderen Muskelfasern. Wir haben also sowohl aktivierende als auch inhibierende, also aktivierende und hemmende Interneurone, die hier dann beteiligt sind. Bei diesen polysynaptischen Reflexen ist dann in der Regel eben nicht nur ein einzelner Muskel betroffen, sondern Muskeln auf beiden Seiten des Körpers betroffen, die dann eben sowohl die Agonisten aktivieren, als auch die Antagonisten hemmen. Also Agonisten beispielsweise Bizeps, Antagonist zum Bizeps wäre der Trizeps, die also quasi den Extensor hemmen, den Flexor aktivieren und auf der anderen Körperseite quasi die gegenteilige Bewegung ausführen. Das sind dann relativ große, grobe, komplexe Bewegungen. Das kennen Sie vielleicht von sich selber. Wenn Sie mal beim Kochen auf eine heiße Herdplatte gefasst haben, dann ziehen Sie eben nicht nur, gibt es quasi nicht nur eine einzelne Reaktion beispielsweise ihres Bizeps, sondern dann bewegt sich Ihr ganzer Körper eben von der möglichen Gefahr weg. Also polysynaptische Reflexe im Gegensatz zu monosynaptischen Reflexen beinhalten die immer relativ viele Muskeln mit einer relativ komplexen Verschaltung. Wenn wir uns diese Reflexe anschauen, dann müssen wir uns auch noch mit dem Thema von inhibitorischen Interneuronen beschäftigen, also mit dem Thema Aktivierung und Hemmung. Und dazu sind zwei Prozesse ganz wichtig, nämlich einmal die reziproke Hemmung. Die reziproke Hemmung ist genau das, was ich schon erwähnt habe, nämlich die gleichzeitige Hemmung eines antagonistischen, also eines Gegenspielermuskels. Also wenn wir eine Bottom-up-Erregung haben, denken wir nochmal an die Dehnung unseres Muskels, die über die 1a-Faser geleitet wird. Dann haben wir eben hier diesen monosynaptischen Reflex mit dieser einzelnen Verschaltung auf unser aktivierendes Motorneuron. Dann kann über diese reziproke Hemmung, über ein inhibitorisches Interneuron, eben dann der Antagonist, also der Gegenspieler zu meinem aktivierten Muskel gehemmt werden. Wir haben also hier einen gegenteiligen Effekt auf Extensor und Flexor, also auf die beiden gegenläufigen Muskeln, die eben vermittelt wird über inhibitorische Interneurone. Schauen wir uns das also nochmal genauer an. Wir haben also dieses rote Neuron, das ist eben hier unsere afferente Faser, ne, über die 1a-Faser, die Informationen aus unserer Muskelspindel leitet. Und die wird auf der einen Seite monosynaptisch auf ein aktivierendes Motorneuron, hier in grün dargestellt, verschaltet. Zusätzlich aktiviert eben diese rote Faser auch noch dieses 1a-inhibierende Interneuron. Wir haben also eine Aktivierung eines hemmenden Neurons. Und dieses hemmende Neuron hemmt dann eben den Zellkörper, der dann eben den Gegenspieler aktiviert. Damit haben wir quasi eine Aktivierung des einen Muskels, eine Hemmung des anderen Muskels. Eine zweite Variante der Hemmung ist die sogenannte Rückwärtshemmung bzw. Renshaw-Hemmung. Die heißt deswegen Renshaw-Hemmung, weil sie über Renshaw-Zellen funktioniert. Renshaw-Zellen, das sind Interneurone. Ne? Haben wir auch schon kennengelernt, das ist die Idee des Interneurons. Der große Unterschied zwischen dieser
reziproken Hemmung und der Rückwärtshemmung ist der Ursprung der Aktivierung. Während die reziproke Hemmung rein auf Bottom-up-Signalen beruht, haben wir bei der Rückwärtshemmung, also bei der Renshaw-Hemmung, einen Top-Down-Einfluss. Ne? Top-Down-Einfluss bedeutet, die Information wird aus unserem Nervensystem generiert, wird dann ans Rückenmark runtergeschickt und hier haben wir jetzt eine Top-Down-Erregung, die aktiviert jetzt nicht immer nur unser aktivierendes Motoneuron, also nicht nur unser Alpha-Motoneuron, sondern aktiviert eben gleichzeitig auch dieses Interneuron, diese Renshaw-Zelle, die dann zu einer Begrenzung der Aktivität führt. Wir haben also nicht nur eine reine Aktivierung unseres 1-Alpha-Motoneurons, sondern gleichzeitig auch eine Aktivierung von hemmenden Interneuronen, die dann diese Bewegung begrenzen. Diese Rückwärtshemmung, die ist dann immer relevant, wenn Sie irgendwelche dynamischen Bewegungen ausführen wollen. Wenn Sie also beispielsweise stehen wollen. Ne? Stehen ist ein relativ dynamischer Prozess. Sie müssen, also wenn Sie wie ich so ein bisschen hin und her wackeln, dann ist dieses Hin und Her wackeln ein relativ dynamischer Prozess. Sie müssen also ständig den Extensor und Flexor in Ihren Beinen aktivieren und wieder hemmen. Und dieses dynamische Zusammenspiel, das wird eben vermittelt über diese Renshaw-Zellen, also diese inhibitorischen Interneurone in Ihrem Rückenmark. Denken Sie auch wieder hier dran, jede Verschaltung, jede synaptische Verschaltung braucht Zeit. Wir haben also jedes Mal bei jeder Verschaltung so ein Delay von 3 bis 5 Millisekunden. Das heißt, wir können also unser Signal aus dem Motorkortex läuft unsere Pyramidenbahn hinab, gibt eine Information an mein Alpha-Motoneuron, eine direkte Verschaltung auf das Alpha-Motoneuron. Und eben diese gleichzeitige Verschaltung auf dieses Interneuron hat eine zusätzliche synaptische Verschaltung. Wir haben also bei der direkten Aktivierung unseres Motoneurons eine einzelne Synapse. Die Aktivierung des Interneurons, da haben wir eine zusätzliche Synapse. Also allein durch diese zusätzliche chemische Synapse haben wir hier ein Delay drin, also eine Verzögerung drin, die eben relevant wird, wenn wir quasi diese Bewegung dann begrenzen wollen. Wir wollen die Bewegung erst begrenzen, wenn wir sie ausgeführt haben. Also wir wollen ja nicht gleichzeitig begrenzen, sondern mit so einer kleinen zeitlichen Verzögerung. So, jetzt haben wir gelernt, wie wir unsere Muskeln ansteuern, wie wir Informationen aus unseren Muskeln bekommen. Jetzt schauen wir uns mal in den letzten 25 Minuten an, wie denn eigentlich diese unterschiedlichen Signalbahnen in unserem motorischen System verlaufen. Bei den Signalbahnen im motorischen System haben wir zwei große Klassen. Das eine sind die lateralen Pfade und das andere sind die ventromedialen Pfade. Ne? Schauen wir uns nochmal an. Neuroanatomie, ventral, Bauch, medial, Mitte. Also sprich, wir haben hier irgendwie am Bauch in der Mitte unsere ventromedialen Pfade. Auf der anderen Seite haben wir lateral an der Seite Pfade. Die lateralen Pfade, das sind die Pfade, die ganz wichtig sind für unsere bewusste Ansteuerung unserer distalen Extremitäten. Distal, alles, was ganz weit weg ist. Also ne, meine Hände, meine Füße, das sind distale Extremitäten. Also sprich, diese lateralen Pfade, die sind relevant, um meine Hände, meine Füße, all diese ganzen Dinge, die an meinem Körper so außen dranhängen, anzusteuern. Die ventromedialen Pfade, die also eher so in der Mitte entspringen, die sind relevant, um meinen Körper irgendwie einigermaßen aufrecht im Raum zu halten. Die sind also relevant für beispielsweise Gleichgewicht und diese Muskulatur, die der Schwerkraft entgegenwirkt. Schauen wir uns mal an, wo die alle entspringen. Also laterale Pfade, Pyramidenbahn. Das ist die ganz wichtige Bahn in unserem motorischen System. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen gestreift und kennengelernt. Also diese Pyramidenbahn, die entspringt in unserem primären motorischen Kortex. Da haben wir, wie erwähnt, in der grauen Substanz des primären motorischen Kortex haben wir die Zellkörper und die laufen dann eben hier das Rückenmark hinab. Sprich, die Pyramidenbahn, das sind Axone von Zellen, die aus dem motorischen Kortex entspringen.
Die sind also relevant für die Steuerung der präzisen Willkürmotorik. Das ist quasi die Bahn, mit der wir unseren Körper bewusst steuern. Als zweites haben wir noch eine weitere Bahn, nämlich den Nucleus, die im Nucleus Ruber entspringt. Sie sehen es hier auf der Schnittebene, in diesem kleinen Insert. Auf Nucleus Ruber haben wir auch schon ganz kurz gestreift, ne, hier im Zwischenhirn. Das ist also hier ein Kerngebiet, in dem Zellkörper entspringen, die vor allem für die grobe Willkürbewegung relevant ist. Wir haben also auf der einen Seite eine präzise Willkürmotorik, also sprich alles, was wir ganz präzise machen wollen, und wir haben eine grobe Willkürmotorik, also einfach so, ne, wo bewegen wir unseren Körper so ganz grob im Groben hin. Ich hatte schon erwähnt, vorhin irgendwann mal, dass unser motorisches System kontralateral organisiert ist, also dass die rechte Seite unseres Körpers die rechte Seite unseres Gehirns die linke Seite des Körpers ansteuert und andersrum. Und diese Kreuzung der Bahnen auf die andere Seite des Körpers erfolgt eben je nach Pfad auf unterschiedlichen Ebenen. In der Pyramidenbahn erfolgt diese Kreuzung relativ spät unterhalb der Medulla oblongata, sprich, da ist die Bahn vom Motorkortex über den Hirnstamm und das verlängerte Rückenmark läuft noch auf der gleichen Seite und erst unterhalb der Medulla oblongata erfolgt dann die Kreuzung auf die kontralaterale Seite. Also je nachdem, wo Sie sich in Ihrem Rückenmark befinden, haben wir die Kreuzung erst kurz vor dem Rückenmarksegment. Auf der anderen Seite im Rubrospinaltrakt, der im Nucleus Ruber entspringt, da haben wir diese Kreuzung vor der Medulla oblongata, ne, da kreuzen die Fasern vor dem verlängerten Rückenmark. Um jetzt unseren Körper anzusteuern und so quasi unsere aufrechte, gleichgewichtige Haltung des Gleichgewichtes, brauchen wir eben unsere ventromedialen Pfade. Die entspringen jetzt genau wie der Nucleus Ruber, nicht im Neokortex, sondern in tiefen Hirnregionen. Jetzt aber nochmal eine Stufe tiefer. Schau mal, hier, Sie sehen es hier auf Schnittebene, Stufe 1 quasi hier unterhalb des Thalamus. Ne? Also hier, wir sind hier quasi im Hirnstamm. Da haben wir den Nucleus Vestibularis. Nucleus Vestibularis, wie der Name schon sagt, ganz relevant für unser Gleichgewichtssystem, steuert also eben unsere stabile Körperhaltung und bekommt Informationen aus unseren Gleichgewichtsorganen. Gleichgewichtsorgane, die werden wir kennenlernen, sitzen in unserem auditorischen System, in einem Innenohr. Da haben wir die Bogengänge, ne, die so unsere Stellung im Raum signalisieren und auch das Makulaorgan, das so Kippbewegungen und Beschleunigungen signalisiert. Die leiten Informationen direkt hier an den Nucleus Vestibularis, wird dann abgeglichen mit Informationen aus unserem visuellen System, um so eine stabile Körperhaltung bereitzustellen. Ganz interessant, wenn dieser Nucleus Vestibularis gestört ist, dann empfinden Sie was Sie hier im Norden bestimmt kennen, dann werden Sie seekrank. Das heißt, da haben wir dann ein Mismatch zwischen der Information aus dem visuellen System und dem Gleichgewichtssystem, wird dann unter anderem über den Nucleus Vestibularis signalisiert, führt dann dazu, dass Sie sich übergeben müssen. Auf der anderen Seite haben wir noch unseren Tectospinaltrakt, entspringt eben, wie der Name schon sagt, im Tektum. Der ist dann vor allem relevant für die Position unseres Kopfes, ne? Also Drehbewegung unseres Kopfes, reflexartige Drehbewegung unseres Kopfes. Also hier vor allem bekommen wir eben hier, der entspringt hier in den superioren Colliculi. Superiore Colliculi, die sind ganz relevant für die Integration von auditorischer und visueller Information. Also dieser Tectospinaltrakt, der führt unter anderem dazu, dass wenn, haben Sie vielleicht jetzt an Silvester gemerkt, wenn es irgendwo knallt, dann drehen Sie automatisch Ihren Kopf in diese Richtung. Das ist quasi ein Pfad, der steuert so die Position Ihres Kopfes im Verhältnis zu den sensorischen Systemen. Und zu guter Letzt haben wir noch unsere Formatio Reticularis, die haben wir auch schon kennengelernt, das retikuläre Erregungssystem, die vor allem dann für unsere Position, aufrechte Haltung im Raum ganz relevant ist, also hier vor allem unsere Rumpfmuskulatur ansteuert.
Fassen wir das also nochmal zusammen. Wir haben in unserem motorischen System parallele Signalbahnen. Wieder die Idee der parallelen Signalpfade haben wir in der letzten Sitzung schon kennengelernt. Also die direkte Bahn, Kortikospinaltrakt, Pyramidenbahn, die direkte Verbindung aus dem motorischen Kortex ans Rückenmark und dann diese parallelen Bahnen, die in tieferen Hirnregionen entspringen, die eben vor allem für die Haltung unseres Körpers, die aufrechte Haltung des Körpers relevant sind. Das heißt, unser motorisches System entspringt im Grunde in unterschiedlichen Bereichen. Auf der einen Seite haben wir eben unseren prämotorischen Kortex, primären motorischen Kortex, den M1, ne, haben wir schon kennengelernt, anterior der Zentralfurche, haben wir in der letzten Sitzung vor Weihnachten kennengelernt. Das ist also quasi der somatotrop organisierte Kortex, der unseren Körper ansteuert. Zusätzlich haben wir noch den prämotorischen Kortex. Prämotorischer Kortex, PMA abgekürzt hier in der Abbildung, in Blau, der sitzt quasi so ein bisschen, oberhalb des Temporallappens, der ist dann quasi relevant, um den primären motorischen Kortex anzusteuern. Also sprich, wenn wir komplexe Bewegungsmuster generieren, dann werden die hier in diesem prämotorischen Kortex generiert und dann an den primären motorischen Kortex weitergegeben, der dann einzelne Muskeln ansteuert. Zusätzlich haben wir noch den supplementärmotorischen Kortex, ne, der so ein bisschen parietaler liegt, obendran, SMA abgekürzt. Der ist vor allem relevant für die Steuerung von Bewegungen, die beide Körperhälften betreffen. Also für die Koordination von unseren beiden Körperhälften ist hier der supplementärmotorische Kortex ganz relevant. Auch für die Ansteuerung beispielsweise unserer Augen, da haben wir einen Bereich, der nennt sich frontales Augenfeld. Dieses frontale Augenfeld steuert beispielsweise unsere Blickbewegungen und dieser supplementärmotorische Kortex, der ist ganz relevant, wenn wir neue Bewegungen lernen wollen. Also dieses Erlernen von Bewegungsmustern, das erfolgt in diesem supplementärmotorischen Kortex. Und wenn wir diese Bewegungsmuster dann einmal gelernt haben, dann ist für das Abrufen dieser Bewegungsmuster unser prämotorischer Kortex relevant. Und der gibt dann die Information weiter an den primären motorischen Kortex, der dann die einzelnen Muskeln eben aktiviert, um dann eben hier die Information ans Rückenmark weiterzugeben. Abgesehen von diesen Cortex-Arealen haben wir auch noch zwei ganz wichtige Steuerungskreisläufe, nämlich einmal über die Basalganglien und einmal über das Kleinhirn. Die Basalganglien, die haben wir auch schon kennengelernt in den letzten Sitzungen letztes Jahr. Das ist quasi eine Ansammlung, Zusammenschluss, Netzwerk von mehreren tiefen Hirnkerngebieten, die ganz relevant sind für die Koordination und Feinabstimmung von unserer Bewegung. Die sind also ganz relevant für die Modulation von Erregbarkeit in unserem motorischen System. Die sind also ganz relevant dafür, unsere Bewegungsinitiierung und die Hemmung von Bewegungen zu steuern. In diesem Basalganglien haben wir ganz grob gesprochen zwei Pfade, einmal den direkten Pfad und einmal den indirekten Pfad, wobei der direkte Pfad relevant ist, um Willkürbewegungen zu verstärken oder zu initialisieren. Also sprich, immer wenn Sie eine Bewegung anfangen wollen, dann müssen Sie diese Information über den direkten Pfad in den Basalganglien schicken. Und wenn wir dann diese Bewegung wieder hemmen wollen, also ein bisschen eingrenzen wollen, dann brauchen wir den indirekten Pfad. Wie diese Basalganglien funktionieren, weiß man noch nicht so genau. Das ist nämlich erstaunlich komplex. Ich habe Ihnen mal hier die einfachste Darstellung mitgebracht, die ich gefunden habe. Diese Basalganglien sind ein sehr, sehr, sehr komplexes Netzwerk aus tiefen Hirnregionen, also von einzelnen Kerngebieten mit Neuronen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und wir haben es ja schon gelernt, wir haben natürlich in dieser gegenseitigen Beeinflussung von Kerngebieten Neurotransmitter. Wir haben erregende und hemmende Neurotransmitter, das haben wir schon kennengelernt. Unser erregender Neurotransmitter ist Glutamat.
unser hemmender Neurotransmitter ist GABA. Soweit, so gut. Wissen wir schon. Kompliziert wird diese ganze Geschichte dadurch, dass wir hier in den Basalganglien vor allem Dopamin als Neurotransmitter haben und dieses Dopamin sowohl erregend als auch hemmend wirken kann. Ob dieses Dopamin erregend oder hemmend wirkt, hängt am Rezeptor, das das Dopamin aktiviert. Wir haben nämlich unterschiedliche Rezeptoren. Hier bei den Basalganglien den D1 und den D2-Rezeptor, wobei der D1-Rezeptor erregend wirkt, der D2-Rezeptor hemmend. Und dieses sehr komplexe Zusammenspiel zwischen einem Neurotransmitter, aber unterschiedlichen Rezeptoren macht dieses System der Basalganglien so absurd komplex. Ganz kurz zusammengefasst. Also, wir haben die Intention, eine Bewegung durchzuführen. Das heißt, wir aktivieren unseren Neokortex und dieser Neokortex schickt dann einmal das Signal über unsere Pyramidenbahn an unser Rückenmark und schickt eine Kopie dieses Signals an das Striatum. Diese Erregung des Striatums erregt jetzt hier Neurone, dopaminerge Neurone. Also wir haben hier also dopaminerge Neurone, die jetzt einen hemmen, also die aktiviert werden, und diese Aktivierung dieser dopaminergen Neurone hemmt unseren Globus pallidus, und diese Hemmung des Globus pallidus wirkt dann hemmend auf den Thalamus. Ne? Also sprich, wir haben eine Aktivierung, die über zwei Schritte hemmend wirkt, also quasi in Summe dann aktivierend auf den Thalamus wirkt. Das ist quasi dieser eine Pfeil, der dann in grün wieder hochläuft, sprich der direkte Pfad, dass quasi netto eine Erregung hier stattfindet. Also sprich, wir können eine Bewegung hier initiieren. Parallel haben wir eben aber auch eine Aktivierung des Striatums, die dann wiederum aktivierend auf den Globus pallidus, auf den GPE, genau den externen Teil des Globus pallidus wirkt. Da haben wir dann unsere D2-Rezeptoren, und diese D2-Rezeptoren wirken dann wiederum auf ein komplexes Netzwerk aus der Substantia nigra, die dann den Globus pallidus interna moduliert, die dann eben hemmend auf den Thalamus wirkt. Sprich, wir haben mehr oder weniger die gegenteilige Wirkung. Sprich, wir haben einmal den direkten Pfad, der erregend wirkt, den indirekten Pfad, der hemmend wirkt. Schwierig wird das Ganze jetzt eben dadurch, dass Dopamin bei beiden Pfaden relevant ist und was Sie sich merken sollten. Also dieses ganze genaue Zusammenspiel zwischen diesen einzelnen Pfaden müssen Sie sich nicht merken. Was Sie sich merken sollten, ist, wir haben zwei unterschiedliche Pfade. Direkter Pfad ist relevant, wenn wir Bewegungen initialisieren wollen. Der indirekte Pfad ist relevant, wenn wir Bewegungen hemmen wollen. Und Dopamin wirkt modulierend auf diese Steuerung unseres motorischen Systems. Wenn wir jetzt zu viel Dopamin in diesem System vorhanden haben, dann kommt es zu einer sogenannten Hyperkinetik, also zu einem Überschießen von Bewegung. Das Wissen, das kennen wir dann, wenn wir beispielsweise, wir haben es schon kennengelernt, wenn wir Patientinnen Dopamin, L-Dopa, diesen Vorläufer von Dopamin als Medikation geben. Ne? Da gibt es ja beispielsweise, wenn wir beispielsweise Depressionen oder wahnhafte Störungen mit Dopamin behandeln wollen. Dann kann es dazu führen, dass diese Patienten erregt werden. Ne? Das sind Hyperkinetik, also wir haben zu viel Dopamin im System vorhanden. Das führt zu einer verstärkten Bewegung bei diesen Personen. Auf der anderen Seite, wenn wir zu wenig Dopamin im System vorhanden haben, dann führt das zu einer Hypokinetik, also zu einer Reduktion der Bewegung, also zu einer zu einer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit, vor allem einer eingeschränkten Fähigkeit, Bewegung zu initialisieren, Bewegung zu starten. Das haben wir dann vor allem bei der Parkinson-Erkrankung. Bei der Parkinson-Erkrankung atrophieren die Neurone, die Dopamin produzieren, und dadurch haben wir zu wenig Dopamin im System vorhanden und dadurch Schwierigkeiten, Bewegungen zu starten. Wir haben also, je nachdem, wie viel Dopamin wir im System vorhanden haben, unterschiedliche Erkrankungen. Wenn wir also beispielsweise zu wenig Dopamin im System vorhanden haben, beispielsweise bei der Parkinson-Erkrankung, dann haben wir eine zu starke Hemmung aus dem Striatum. Damit haben wir also Probleme bei diesen Patienten, Bewegungen zu starten. Auf der anderen Seite, bei der
Huntington-Erkrankung, Chorea Huntington, da haben wir genau den gegenteiligen Befund. Da haben wir also eine zu geringe Hemmung aus dem Striatum. Da haben wir das Problem, dass diese PatientInnen Schwierigkeiten haben, Probleme zu koordinieren und zu stoppen. Chorea Huntington kannte man früher allgemein unter dem Namen Veitstanz. Also diese so eine Erkrankung, bei der Patientinnen und Patienten Schwierigkeiten haben, eben Bewegung zu beenden, Bewegungen zu steuern, also quasi eine Hyperkinetik in dem Fall. Neben dieser Steuerungskreis, neben diesem Steuerungskreislauf, über die sehr, sehr komplizierten Steuerungskreislauf, über die Basalganglien, haben wir einen zweiten Steuerungskreislauf über unser Kleinhirn. Kleinhirn haben wir auch schon kennengelernt, dass dieser Bereich da hinten so ein bisschen an unserem Gehirn dranhängt und lange Zeit einfach mal nicht beachtet wurde, weil man dachte, komm, kann man ja wegschneiden, macht ja nichts, braucht man ja nicht. Aber dieses Kleinhirn ist ganz, ganz relevant für die Feinsteuerung und Feinkoordination in unserem motorischen System, vor allem über die Koordination von Rückmeldung aus unserem Bewegungsapparat. Also ganz viele afferente Informationen, die wir aus unserem Körper bekommen, diese Rückmeldung aus unserem Körper, wird im Kleinhirn eben mit unseren motorischen Programmen abgeglichen, um eben zu schauen, okay, hat das, was ich eigentlich machen wollte, funktioniert? Habe ich die Bewegung ausgeführt, die ich ausführen wollte? Wir bekommen also hier afferente Informationen aus Muskeln, Sehnen, Haut, also diesem ganzen Feedback aus unserem Körper. Und dieses Feedback aus unserem Körper wird eben abgeglichen mit einer Kopie unserer Bewegungsintentionen, um zu schauen, wurde das gemacht, was gemacht werden sollte. Die Efferenzen, also dieses Kleinhirn, gibt dann eben die Information an Hirnstamm und Rückenmark, Thalamus und auch Motorkortex ab, um dann eben modulierend auf unsere Bewegungsausführung einzuwirken. Also eben denken wir nochmal unser Reticulum, unser aktivierendes retikulärisches System, da haben wir eben quasi eine Modulation der auf- und absteigenden Informationen aus unserem Körper. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben also in unserem motorischen System eine hierarchische Struktur. Auf der untersten Ebene, das haben wir heute kennengelernt, haben wir unsere Muskelfasern. Die Muskelfasern, die werden angesteuert durch unsere Motorneurone. Die Zusammenspiel Muskelfaser, Motorneuron ist die motorische Einheit. Um diese motorischen Neurone anzusteuern, haben wir parallele Signalpfade. Wir haben einmal eben die Pyramidenbahn aus dem Neokortex, die direkt eben durchläuft. Und wir haben parallel dazu Pfade, die in subkortikalen Bereichen entspringen. Eben hier, die dann entweder über laterale oder ventromediale Pfade unterschiedliche Bereiche unseres Körpers ansteuern. Die Signale aus unserem motorischen System werden über zwei modulierende Kreisläufe beeinflusst. Einmal über die Basalganglien mit dem direkten und indirekten Pfad, der auf Aktivierung oder Initiierung und Hemmung von Bewegungen aus sich auswirkt. Und auf der anderen Seite über unser Cerebellum, das vor allem für die Integration von Feedback aus unserem Körper relevant ist. Auf neokortikaler Ebene haben wir drei ganz wichtige Bereiche, eben unseren primären motorischen Kortex, unseren prämotorischen Kortex und den supplementärmotorischen Kortex, die eben von top-down, von komplexen, abstrakten Ideen von Informationen weitergeben an den primären motorischen Kortex, wo dann eben einzelne Muskelgruppen direkt angesteuert werden. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendwelche Fragen zu diesem Gesamtbild des motorischen Systems? Ja. Ja. Genau, also die Frage ist, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, wenn Sie seekrank werden, müssen Sie sich erbrechen, müssen sich übergeben. Genau, und der Hinweis war, liegt das daran, dass der Körper denkt, dass hier ein Mismatch entsteht. Das ist genau die Idee. Wir haben also quasi, der Körper, nehmen wir mal an, der Körper hat ein eigenes Bewusstsein, der Körper weiß jetzt nicht genau, was hier passiert. Er weiß nur, okay, irgendwie ist mein Gleichgewichtsorgan und mein Sehsinn, die Informationen passen nicht mehr zusammen. Und dann ist eben so ein Reflex zu sagen, okay,
irgendwas stimmt hier nicht, wir schmeißen mal alles raus, was wir gerade nicht brauchen, also eventuell haben wir uns vergiftet, wir wissen es nicht, aber es könnte ja sein, dass wir uns vergiftet haben, schmeißen also alles mal raus. Genauso kann es sein, dass sie anfangen zu zittern, eben quasi als Reaktion, eventuell sind sie unterkühlt, also sie müssen quasi ihren quasi so einen Notfallplan mehr oder weniger aktivieren, also ihren Sympathikus aktivieren. Aber das ist genau die Idee, sie müssen sich erbrechen, um potenzielle Gifte loszuwerden. Alright, wunderbar. Wenn es dann keine Fragen mehr gibt, danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder zum visuellen System, glaube ich.